Um eine erfolgreiche Feuerverzinkung eines Eisenbleches durchzuführen, sind mehrere Arbeitsschritte notwendig. Zunächst muss die Metallprobe von den Chromoxidschichten mit Hilfe eines Schleifsteins befreit werden. Mithilfe einer Salzsäurelösung, in dem Fall 1 Molar, wird die Metallprobe von Korrosionsschutzmitteln bzw. ölhaltigen Substanzen befreit. Dazu verbleibt die Probe ein paar Minuten in der Lösung. Die restliche Salzsäurelösung wird mit Hilfe von destilliertem Wasser von der Metallprobe abgespült. Zum Entfetten wird jetzt noch einmal Spiritus benutzt. Auch hierin verbleibt die Probe ein paar Minuten. Wir verwenden fürs Feuerverzinken Zink gekörnt. Dieses wird in eine Porzellanschale gefüllt. Mithilfe eines Bunsenbrenners wird das Zink verflüssigt. Sobald das Zink flüssig geworden ist, kann die Metallprobe in das Zinkbad getaucht werden. Dort verbleibt sie einige Minuten. Leider kann der Porzellantiegel nicht rundherum wärmebehandelt werden. Aus diesem Grunde bilden sich quasi im oberen Teil leichte Klümpchen.